Hi Leute und ein ganz herzliches Willkommen hier bei Rocky on Tour. Alle, die mich noch nicht kennen, ich bin der Daniel und in meinem Video Summer Special hatte ich euch gesagt, unser Rocky muss nochmal in die Werkstatt. Nämlich, wir haben einen Werkstatttermin, die Garantie läuft bald aus und der Händler hat es abgelehnt, diese Reparaturen selber zu machen, weil, ja, nennen wir es mal so, die doch etwas heikel sind und deswegen ganz spezielle Pflege bedürfen und natürlich die Professionalität nur im Werk gegeben ist und eurer diese Sachen selber machen wird. Kommt einfach mit, ich zeige sie euch. So, ich nehme euch mal unter das Fahrzeug mit. Und hier ist ja meine Trittstufe verbaut. Eines Tages, als ich hier unter diesem Fahrzeug lag, habe ich Folgendes festgestellt. Hier ist ja ein normales Loch. Hier kann ja Feuchtigkeit raus oder halt auch Zugluft wieder rein. Und hier seht ihr, hier ist ein Riss im Fiberglas. Und hier diese Ecke, die bewegt sich. Also hier ist das Material irgendwie ermüdet. Keine Ahnung, eurer möchte diesen Bereich mit Fiberglas flicken. Und ich zeige euch dann den Nachereffekt nach der Reparatur an dieser Stelle. Ja, ein weiterer wirklich gravierender Punkt, Leute. Seht ihr hier diese Spaltmaße von den Türen? Die werden hier viel enger. Dasselbe haben wir hier mit den beiden Hängenschränken. Also hier haben wir einen großen Spalt. So, hier haben wir einen kleinen, eng zuführenden Spalt. Genauso auch auf dieser Seite. Ja, das ist sichtbar, was hier auf jeden Fall passiert ist. Und jetzt für diejenigen, die sagen, naja, da hätte ich einfach nur die Tür einstellen können. Das habe ich bereits unternommen. Ich habe das jetzt auch nochmal zur Sicherheit geklebt gehabt, dass sich da nicht nochmal irgendwas verzieht, verschiebt. Ich habe das bereits eingestellt gehabt. Leute, der Schrank ist definitiv hier krumm. Man sieht es so nicht, aber ich vermute in diesem oberen Bereich jeweils, genauso wie hier an dieser Stelle und an dieser Aufhängung hier oben, haben sich wahrscheinlich die Schrauben gelockert. Keine Ahnung, was da eurer machen will. Schaut mal, hier oben seht ihr es auch nochmal, wie das Spaltmaß hier enger wird. Und hier muss nachgearbeitet werden. Übrigens, diese Hängeschränke, die hier an diesem Hubbett dran sind, auf der Seite und hier, die sehen wirklich vom Spaltmaß sehr gut aus. Die sind aber auch nicht auf dem Dach abgehängt, sondern die sind halt eben auf diesem Hubbett hier. Und da sieht man, da passt dann auch alles. So, das waren jetzt alles Sachen, die ich euch gezeigt habe, die auf jeden Fall auf der Liste stehen, auf der Reparaturliste bei eurer, zu unserem Termin. Und jetzt möchte ich euch noch Sachen zeigen, die ich gerne bei eurer ansprechen möchte und denen zeigen möchte, was sie dazu sagen. So, außerdem möchte ich im Werk noch fragen, was es auf sich hat. Und zwar haben wir an bestimmten Stellen so komische Schimmelbildung an den Sikaflex-Stellen. Hier, auch an dieser Stelle neben der Eingangstüre, schaut mal, das hier gefällt mir gar nicht, auch wenn man hier diese Fuge hochfährt. Und das Ganze haben wir auch oben auf dem Dach. Und da möchte ich doch mal von eurer ein Statement haben, warum diese Nähte sich da so komisch mit Schimmel, zumindest sieht es so aus, bilden. Des Weiteren, Leute, habe ich an der Außenhaut hier oben festgestellt, und zwar auf unserer ersten großen Fahrt nach Norwegen, dass sich da oben in diesem Bereich wirklich so Wellen bilden. Die sieht man jetzt hier schlecht im Video und ich will eurer einfach nur fragen, ob das normal ist oder was es auf sich hat. Und ich habe dann noch an zwei Stellen meines Fahrzeuges hier einfach noch zwei Sikanähte gefunden, die hier
leicht aufplatzen, also auf der Seite und nochmal auf einer anderen Seite. Und das ist ja alles nicht so dramatisch, weil dahinter ist ja alles verklebt. Aber wenn hier Wasser eintreten sollte im Winter, wenn das frieren sollte dahinter, ja, dann möchte ich nicht, dass an diesen Stellen irgendwas aufplatzt hier von dem Kunststoff. Deswegen will ich das Thema auch dort noch mit erwähnen. So, nach fast 3 Stunden Fahrt sind wir angekommen im Reisemobilforum bei Eura und wir stehen jetzt auf dem Stellplatz von Eura und Silvi ist mit dem Pkw mitgefahren. Da drüben ist das Werk und morgen geht es dann in die Werkstatt. So, guten Morgen vom Stellplatz hier bei Eura Mobil. Hier haben wir unser Pkw und der Rocky geht jetzt heute Morgen in die Werkstatt. Also, ich verabschiede mich jetzt vom Rocky. Und der ist in guten Händen, Übergabe gemacht. Nächste Woche holen wir das Auto wieder ab. Und wir fahren jetzt wieder heim. So, wir sitzen jetzt beim Bäcker und frühstücken ja noch. Wir haben jetzt noch 230 Kilometer heimzufahren. Den Rocky haben wir in guten Händen gegeben. Und wir schauen dann einfach, nächste Woche fahren wir wieder her. Übernachten eine Nacht und morgens holen wir dann oder gehen wir mit der Werkstatt das Auto durch und dann hoffen wir, dass alles zur Zufriedenheit ist. Ja. So, Frühstück und dann heimfahren. Bis später. Ciao. Wir sind zurück und wir haben ihn wieder, unseren Rocky. Ja, wir haben schon eine Nacht geschlafen jetzt drin. Ja, wir sind jetzt hier auf dem Eura-Stellplatz und haben ihn gestern am Reisemobilforum abgeholt. Da hat man ihn hingestellt, das zeige ich ganz kurz. Wenn unser Rocky schon mal vor dem Reisemobilforum steht, muss man das natürlich festhalten. Und ich fahre jetzt heute Morgen kurz in die Werkstatt, um die Übergabe zu machen. Und das Ergebnis, das gibt es natürlich anschließend, wenn wir wieder daheim sind. Daheim angekommen, hier sind wir wieder. Der Rocky steht an seinem Platz. Und ihr seid sicherlich auf das Ergebnis gespannt, das ich euch gleich zeigen möchte. Vorab vielleicht noch, natürlich ist der Aufwand enorm, dahin zu fahren. Der Rocky war jetzt 2,5 Tage in der Werkstatt. Dann war das Wochenende dazwischen. Wir mussten jeweils mit 2 Fahrzeugen hinfahren. Jeweils eine Nacht übernachten, weil man ja mit der Werkstatt auch die Themen durchgehen muss. Also besser ist natürlich,
Man hat keine Reklamation, aber ich kann euch vorab sagen, ich bin zufrieden mit dem Ergebnis, das Eura hier abgeliefert hat. Kommen wir zu den Hängeschränken. So, ihr seht, wenn ihr die Türe euch anschaut und die Spaltmaße hier vergleicht, super, oder? Also da passt wieder alles. Der Schrank wurde hier oben nochmal in diesem Bereich, also anscheinend wurde rausgemacht, geguckt, ob der Korpus irgendwie verwindet ist. Alles ist gut gewesen. Es hat sich wohl da oben einfach nur etwas gelöst oder wurde in der Produktion nicht richtig befestigt und das hat man jetzt geändert oder verbessert. Genauso hier hinten habe ich wieder alles in optimalen Spaltmaßen. Also das ist wirklich, hat sehr gut geklappt und Eura hat das professionell repariert. Ja, und damit kommen wir zu dem, meiner Meinung nach, mit den Schränken der größte Teil. Ihr seht, dieser Einstieg ist auf einmal schwarz. Man sieht aber auch hier ganz deutlich, diese Stelle wurde geflickt. Auch hier wurde sie geflickt und im Übrigen hat man auch im hinteren Bereich auch noch eine Stelle entdeckt, wo auch fast durchgesteuert ist. Und das hat man dann gleich komplett alles hier repariert. Wahrscheinlich ist es so, dass vom Zulieferer dieses Material einfach zu dünn gehalten war. Ja, einfach ein Fertigungsproblem. Eura hat es nachgebessert und warum das schwarz ist, die haben hier schön Unterboden drauf gemacht als Schutz. Und Leute, das ist doch wirklich eine professionelle Arbeit, muss ich sagen. Das sieht hier einfach wieder richtig gut aus. Als dann Silvi und ich hier noch die Nacht vor dem Werkstatttermin in dem Fahrzeug auf dem Stellplatz übernachtet haben bei Eura, sind wir dann irgendwie nochmal durchgegangen und gesagt, was gibt es hier noch, dass wir das denen zeigen. Und Silvi hat schon lange diese Badtüre gestört. Nämlich an der Badtüre haben wir oben einen ziemlich großen Spalt gehabt und unten auch, also die Tür, die stand richtig von dem, hier von der Seitenverkleidung ziemlich ab und das hat uns Eura neu eingestellt und das sieht jetzt echt gut aus. Und hier hatte ich dann an dem Abend, als ich dahin saß, gesehen, dass hier oben an diesem Holz, ganz da in dem oberen Bereich, dass das richtig abgescheuert war. Und hier verläuft ja dieses Brett nicht gerade runter. Aber da war es so, dass der Schrank da oben keinen Spalt mehr hatte, sondern immer an diese Seitenverkleidung hier drangekommen ist. Und natürlich entsprechend dann dafür gesorgt hat, dass hier Knarzgeräusche sind. Und die haben den Schrank jetzt komplett weggeschraubt und haben den hinten unterlegt. Anscheinend hätte man das in der Produktion schon machen müssen, was irgendwie nicht passiert ist. Und das ist jetzt auch sauber gemacht worden. Und nun der Teil, den ich ja Eura gefragt habe, wie das aussieht. Da oben war ja so eine Welle in der Außenhaut. Und dazu habe ich natürlich gefragt, wie sich das verhält, ob das irgendwie ein Problem sei. Und man hat mir mitgeteilt, dass das Fahrzeug logischerweise natürlich, sobald man anfängt damit zu fahren, ganz großen Verwindungen ausgesetzt ist. Natürlich Zugkräfte und so weiter. Und dass eine Verformung hier in der Außenhaut, eine leichte Verformung, einfach im völlig normalen Bereich ist. Eura verklebt ja die Außenteile miteinander. Das ist ja eine Spezialität von Eura, die wirklich gut ist. Und man hat mir gesagt, dass auf einem Meter Verklebung 7 Tonnen diese Verklebung aushält. Also auf der ganzen Länge hier von dem Aufbau, 6,5 Meter oder wie viel der hat, 6 Meter, haben wir hier 42 Tonnen alleine nur auf einer Seite. Also ich brauche mir keine Gedanken machen darüber. Man hat sich die Stelle aber genau angeschaut und die ist völlig in der Toleranz. Alles ist dicht. Von dem her einfach nur ein normales Thema, das während der Benutzung aufkommt von so einem Fahrzeug.
Ähnlich verhält sich das hier mit diesen leichten Rissen. Ich bin jetzt mit dem Fahrzeug gefahren. Es ist auch wirklich jetzt wieder dreckig hier an der Nut. Aber man hat ja eingangs gesehen, auch das ist völlig normal, halt eben gerade durch die Verwindungen, die während der Fahrt auftreten, dass solche Nähte eventuell mal reißen können nach 2 Jahren. Man kann sie ausbessern, man muss es aber hier in diesem Bereich nicht tun, hat Eura mir gesagt, weil selbst wenn Wasser dahinter fließt, es sind ja wie gesagt die ganzen Seitenteile miteinander verklebt, das kann da innen wieder hier runterfließen und sollte hier auch an der Stelle keine Probleme geben. Wie gesagt, das ist einfach nur ein rein Design- oder optisches Thema, das man auch selber verbessern kann, aber das zu einer Toleranz ganz normal dazugehört. Kann ich so akzeptieren. Dann war ja noch diese Stelle hier mit dieser, ja, mit diesem Netz oder Schimmel habe ich ihn genannt, das mir eigentlich nicht gefällt. Das ist der einzigste Punkt, wo ich mit der Aussage nicht so ganz hundertprozentig d'accord bin. Eura sagt ganz klar, das ist eine Vernetzung in der Oberfläche von dieser Sika, von diesem Sika-Kleber. Ich habe es auch auf der anderen Seite, nämlich hier am Gaskasten. Und hier ist es ja auch, oben am Dach auch. Und Eura sagt, das ist einfach nur an der Oberfläche ein, ja, so eine Art Verflechtung, die würde man mit Sika Remover wegputzen können. Aber ich habe zum Thema Sika Remover einige andere Informationen bekommen, dass das hier die Sika Naht wieder auflösen kann und damit den Kleber schneller kaputt machen kann. Also ich werde es auf jeden Fall nicht mit Sika Remover wegmachen. Ich versuche jetzt vielleicht noch mal ein paar andere Methoden. Aber ansonsten bin ich ehrlich, bleibt es so, und da werde ich dann auch nichts mehr machen. Ja, kommen wir zum Fazit dieses Videos und meiner Erfahrung im Eura-Werk. Und Leute, ich muss euch echt sagen, ich bin wirklich beeindruckt von den Meistern von der Werkstatt in Sprendlingen. Es sind wirklich gute Leute dort, schon von der Terminabsprache. Einfach auch die ganze Abwicklung, das Fahrzeug zum Reisemobilforum rauszubringen. Wir durften dort übernachten und am nächsten Morgen wiederkommen. Das hat alles geklappt. Auch dort, wie man die Themen aufgenommen hat, ernst genommen hat und auch die Arbeit, die hier geleistet wurde. Ihr habt es ja gesehen. Also wirklich rundum zufrieden. Das Einzigste war natürlich der Aufwand, dort hochzufahren. Mit 2 Fahrzeugen, übernachten, das Wochenende dazwischen. Also in der Summe war das Fahrzeug fast eine Woche weg, obwohl die Reparatur ja nur 2,5 Tage gedauert hat, wie gesagt. Aber insgesamt muss ich sagen, natürlich unsere Garantie läuft jetzt ab. Ich hatte Handlungsbedarf und ich bin froh gewesen, dass ich eher lieber ins Eura-Werk fahren durfte, als das jetzt bei irgendeinem Händler zu machen, weil die einfach ihr Handwerk dort verstehen. Und das hat geklappt. Generell vielleicht ein kurzes Fazit zu unserem Fahrzeug in diesen 2 Jahren. Wir haben natürlich Kleinigkeiten hier gehabt. Wir haben Sika-Nähte gehabt, die gerissen sind. Wir haben vielleicht irgendwelche Anbauteile, die nicht richtig verschraubt waren. Natürlich vorne an den Fahrer-Beifahrern sitzen die Sitzeinlagen quasi mit dem Kunstleder und dem Stoff. Das scheuert vorne, das wurde auch schon ausgetauscht, scheuert natürlich bei den neuen wieder. Aber das sind so Sachen, wo ich sage, okay, die kann auch wirklich jedem Hersteller treffen. Und wir haben davor einen Ventura, einen Kastenwagen gehabt. Wir waren permanent wegen irgendwelche Kleinigkeiten in der Werkstatt. Und das haben wir hier beim Eura Gott sei Dank nicht gehabt. Ja, Themen, die haben wir ausgemerzt. Die haben wir behandelt. Ein Thema wurde nicht gelöst mit dem Frischwassertank, dass der bei voll nie 100% angezeigt hat. Aber das bin ich umgangen, indem ich einen Supersense eingebaut habe. Und jetzt auf Prozent genau meinen Frischwassertank sehe. Also damit konnte ich leben. Das Einzigste, was wir hatten, ist hier die Eingangstüre. Ich blende es mal mit ein. Und zwar beim Öffnen hat die ja so ein Doppelscharnier. Das öffnet sich ja, die Türe, dann in dem Scharnier nochmal. Und wenn das hängen bleibt,
dann bleibt es auch an diesem Steg hängen von diesen Elektrokontakten. Und das hat unser außenrum, unser Alu-Mantel von der Türe verbogen. Und so wurde die ganze Eingangstüre hier getauscht. Aber auch ohne Probleme. Eurer hat es sofort anerkannt. Dieser Kunststoffsteg wurde abgefräst. Das Problem kann nicht mehr aufkommen. Thema gelöst. Ja. Also wir hoffen auch natürlich in Zukunft weiterhin mit diesem Fahrzeug zufrieden zu sein. Und natürlich lese ich auch viel. Ich bin ja auch in eurer Gruppe in Facebook. Und ich glaube, es gibt bei jedem Fahrzeughersteller wirklich diverse Themen. Und natürlich, der eine hat da mehr Glück, der andere weniger. Aber brauchen wir uns nichts vormachen, auch bei den Stückzahlen, die da produziert werden in der heutigen Zeit. Ich glaube, da macht sich der eine oder andere nichts vor. Und eurer, kann ich echt sagen, ist eine solide Verarbeitung. Wir sind zufrieden mit diesem Fahrzeug und wir werden das hoffentlich in Zukunft auch weiter sein. Und von dem her, Gott sei Dank, passt da alles. Ja, das so viel zu meinem kurzen Fazit in diesen 2 Jahren und natürlich zu dem Bericht, wir sind ins Eurawerk gefahren. Wenn euch das jetzt als Mehrwert dient, euch gefallen hat dieses Video, was auch immer, dann zeigt es doch gerne bitte mit einem kleinen Like. Das würde uns sehr, sehr freuen. Natürlich dürft ihr auch gerne Kommentare reinschreiben, wie ihr die Sachen seht. Darüber freuen wir uns. Und wenn ihr das jetzt hier neu seht auf diesem Kanal, lasst doch ein Abo da, wenn euch das angesprochen hat. Wir bringen alle möglichen Videos raus über Technik, Einbauten, aber auch unsere Urlaube, die wir mit diesem Fahrzeug hier genießen. Ja, dann eine gute Zeit und bis einen unserer nächsten Videos. Macht's gut, bis dann. Ciao.